Es ist gelungen. Es ist gelungen, plus minus null. Du siehst, wie verschiedenste Wachen magische Schilde besitzen. Und diese Runen findest du aber auch auf ihren Brustpanzern. Und das sieht nicht so aus, als ob das nur oberflächlich ist, sondern tatsächlich auch ja, vielleicht mit einer Klaue hineingeschnitten. So dass das nicht unbedingt fremdes Blut ist, sondern vielleicht auch eigenes Blut. Oder, also sie haben definitiv orkische Runen auf ihrer Brust und auf den Schilden. Okay, dann möchte ich mir das genau einprägen, wie das aussieht mit meinem guten Gedächtnis, damit ich die zur Not nachmalen könnte. Soll gelingen. Wie lange hält deine harmlose Gestalt? Zwei Spielrunden, das heißt, ich werde mich jetzt 10 auch nicht mega Minuten. lange dort aufhalten, genau. Falls mir jetzt noch irgendwie was anderes, gerade von den Hierarchiestrukturen ins Auge fiele, oder falls irgendeins der Zelte besonders bewacht, weil das irgendeinem Oberhoshi oder so gehört, dann wird mich das natürlich auch noch interessieren. Gut, also das Zeichen kannst du dir definitiv einprägen, in der Hoffnung, dass irgendjemand von euch Orkisch spricht oder schreibt. Vielleicht Jalan, schwierig, vielleicht, oder das ist wohl am ehesten, dass das Asavo dann kann. Machen wir weiter mit Zumox, der Kalte. Ja, ich bin ja mit Abelmir bzw. Theonin zusammen unterwegs hin zu Mangraves Haus. Ja, du kannst es tatsächlich erkennen, allesamt, also das fällt euch generell auf, wenn ihr hindurch stolziert. Die Straßen mögen zwar sehr verfault sein, aber es gibt überall Hausnummern. Und das ist eine Besonderheit von Wahrung, dass die Gassen Straßennamen haben, die dann auch beschrieben sind, und jede Straße sorgsam dann Hausnummern. Das Einzige, was dir bei Mangraith auffällt, dem Laboratorium, A, es gibt riesige Schlote, die nach oben ragen und aus denen giftige grün-gelbe Substanzen nach oben dringen. Und die Hausnummer ist ja auch abgefallen. Es gibt Wachen, die davor stehen, und zwar sind das keine Skelette, sondern ja, profane Söldner oder Soldaten, vielleicht Drachengarde, die dann davor stehen und patrouillieren. Also, was heißt patrouillieren? Es ist halt, die gehen einfach ein bisschen umher, damit sie sich dann nicht die Beine in den Bauch stehen. Zur Orientierung, das Haus ist doch 23, oder? Drei, dachte ich. Ach, drei, ich hab ach, da oben. Ah, alles klar. Ja, ich würde da mal betont unauffällig in der Mitte der Straße langlaufen, erstmal vorbeilaufen und mich mal so allgemein orientieren, ob wie der Hausanschluss an die Wand ist, wie es Ja, es ist wie gesagt ein normales Haus, zumindest ehemals ein normales Haus. Diese Schlote sind nachträglich dran gebaut, das kannst du mit deiner Baukunst erkennen. Was sich am meisten anwidert, sind so diese Fässer, die davor stehen, die auch rausdampfen. Also schon von außen so Essigsäure, Buttersäure, irgendwie schwefelig, faulen, stechender, brennender, salpetriger Geruch, ein bisschen scharf oder schweißig, ammoniakalisch. So Aromen, die alles dir zusammenziehen und die dich echt würgen lassen, auch wenn du schon davor stehst. So ein Wesen mit Geruchssinn, wie auch immer es da drinnen aussieht, aber auch das ist schon eine energische Warnung, noch bevor du Mangraves gesehen hast oder eben das Innere seines Hauses. Wie viele Stockwerke hat das Haus und hat es eine Verbindung zur Stadtmauer direkt selber? Ist direkt an der Stadtmauer angeschlossen, korrekt, zwei Stockwerke. Aus welchem Material besteht das Haus? Du bist der Meinung, das ist wohl Bruchstein, wie alle anderen Häuser dann hier, beziehungsweise Fachwerk. Also so ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, kommt immer darauf an, wo man rein möchte. Okay, aber es ist Naturstein, also Bruchstein. Ja, Oder ist das jetzt Naturstein. dafür eine Steinmetzprobe, um es genauer zu Nö, wissen? das ist Bruchstein. Okay, sehr Natur. schön. Yes. Gibt es eine Möglichkeit, von der Stadtmauer aufs Haus oder in das Haus zu gelangen? Nah Fenster, etc. Würde möglich sein. Müsste man sich ungefähr so 2 Meter nach unten abseilen, aber ja, du denkst an deinen magischen Stab, das ist kein Problem.
Und die Stadtmauer, ist die gut patrouilliert? Also kommt da alle 5 Minuten eine... Gut patrouilliert nicht, aber sehr hoch. Vor allem, du hast den Berg ja auch bestiegen. Du gehst nicht davon aus, dass irgendjemand diese Stadtmauern dann überwinden möchte. Einfach weil der Berg so sehr hoch und so sehr steil ist. Gehe ich davon aus, dass hier irgendwelche Kellerräume gebaut worden sind. Zumindest also, hast du das nicht schon gehört? Nee, also ich würde tatsächlich gucken, ob, also dass im Molchenberg Sachen drin sind, das weiß ich, aber es geht mir um die angrenzenden Häuser, haben die Keller, haben die eventuell Verladeluken? Oder ja, irgendwie. Baukunst plus 7, um das herauszufinden. Ich hätte gerne auf Bergbau gewürfelt. Weil nee, dann leiterst du ab. Okay, also ich Baukunst. Kann auch... Darf ich auch würfeln? Ja. Also Baukunst plus 7 oder dann eben eine Ableitung plus 7 plus 5 auf Bergbau. Okay, dann nehme ich lieber die plus 7 plus 5 auf Bergbau. Nee, darf ich nicht. Ja, hast die Häuser nicht betreten, du weißt nicht, was da sich so alles drin befindet, kannst du jetzt vom Fundament zumindest nicht schließen. Die Häuser links und rechts, falls es welches gibt, sind die bewohnt? Die sind bewohnt, ja. Schade. Sind die Häuser links und rechts eventuell Läden, beziehungsweise wer wohnt da so drin? Kann man das anhand der Fassade beziehungsweise anhand der Sachen, die vor dem Haus stehen, ausmachen? Sind es vielleicht Gerber oder auch Apotheker oder sowas die Richtung? Kannst du nicht auch? Also es sind keine Händler. Die Händler werden nicht an der Stadtmauer sein und nicht in der Nähe von so einem ekelhaft stinkenden Etablissement. Wenn es keine Wohngebäude sind, dann sind es andere alchemistische Laboratorien. Kannst du nicht einschätzen. Steht nichts dran, außer der Hausnummer. Alles klar. Gut. Ich würde einfach mal zu einer, meinetwegen im Haus links gehen und mal klopfen. Ja, ihr könnt mir jetzt, während ihr da steht, könnt ihr mir erstmal eine Gassenwissenprobe geben. Plus 3. Einer oder beide? Beide. Nö, so schaffe ich das nicht. Ihr habt noch Schicksalspunkte. Ihr steht da so ein bisschen davor und... ja, ihr seid auch der Meinung, dass ihr im Schatten steht. Könnt ihr sehen, wie wohl eine der Patrouillen dann noch auf euch zukommt, da die tatsächlich dann auch mal Interesse an euch haben, weil sie auch sonst nichts zu tun haben. Hey, ihr da. Ja? Was tut ihr hier? Wir suchen einen Alchemisten. Beziehungsweise ein Labor. Genau. Und jetzt? Habt ihr es gefunden? Nun, ich hoffe, in diesem Haus einen Alchemisten zu finden, beziehungsweise ein Labor. Wollt ihr mich verarschen? Nein, wir kommen in der Stadt. Ihr seid neu in der Stadt. Ja, richtig. Die Waren findet ihr auf dem Markt, das ist das Gebäude von Mangraith. Nun, wir suchen ein Labor. Wir wollen einige Getränke zubereiten. Wollt ihr frech werden? Nein, das ist überhaupt mein Ernst. Bike. Hast du gezaubert? Nein, okay. Aber ich hab ihm das einfach befohlen. Wir gehen zurück zum Mark, hab Dank. Wenn ihr ein Laborator sucht, dann kommt doch mal mit. Ah, ihr wisst, wo wir hin müssen. Klar, er deutet so ein bisschen auf die Tür von Mangraith. Ah, nun gut. Dann bitte. Würfel mal Menschenkenntnisprobe. Ich hab die Kulturkunde nicht. Nee, du hast aber die mittelreichische. Mit Rain ist die Ableitung dann nicht so sehr schwer. Ich glaube, ich versuche trotzdem mal eine Überredenprobe, aber bei den Werten wird er das nicht schaffen. Zumindest nicht im direkten Kontrast. Du erkennst die absolute Niedertracht in ihm und Mordlust. Für heute lassen wir es gut sein. Seine Augen gehen auch so nicht so richtig in Richtung Tür, sondern eher in Richtung dieser Fässer mit der Buttersäure. Kommt doch mal mit. Ich zeig euch das Labor. Vielleicht hat Mangraith ein paar Aufträge für euch, oder ihr könnt da kochen. Kein Bedarf. Ah, jetzt plötzlich doch nicht mehr. Offensichtlich nicht, nein. Okay. Also. Ja, dann geht wieder. Ja, ich nicke ihm zu. Ja, ich würde ihm folgen. Und gehe dann wieder Richtung Marktplatz. Gassenwissenprobe, plus 3. Oh, ich hätte die plus 3 vergessen, aber es wäre trotzdem geschafft. Mhm.
Ja, während Abel dir einfach folgt, kannst du wohl bemerken, wie er dir Wachen hinterher schickt, und zwar zwei Stück, die dann in einiger Entfernung an euch bleiben. Hat wohl also definitiv das Interesse geweckt. Abschütteln kannst du sie auch nicht. Du hast es ein bisschen versucht, gerade dann links und rechts mal wechseln. Den Marktplatz würdest du sehr schnell wieder erreichen. Aber dadurch, dass du Abelmir hinter dir hast, der unaufhörlich plappert, wirst du es auch vergessen können, dass du sie abschüttelst. Ich bin so kurz davor, ein Silenzium zu machen. Ich habe nicht so viel ASP mehr. Ich lasse das. Ja, dann würde ich zurück mit ihm auf den Marktplatz gehen. Mal gucken. Dann mich an einigen Ständen begeben. Bisschen schauen, was es dort so gibt. Ja, irgendwann wirst du dann sicherlich auch auf Goldhand und Darion treffen, die da wohl gerade ihre Waren verschachert haben. Ich würde aber nicht mit denen in Interaktion treten. Aber habe mir. Ah, hätte ich ihn nicht einfach verlieren können? Patzer. Du kannst ihn noch am Rock packen. Nein. Ja, Tionien, du erkennst da wohl gerade, wie Goldhand und Darion da ihre Waren verkaufen. Ich würde gerne trotzdem den beiden etwas signalisieren. Auf Attack. Ja, der Würfelattack. Ja, einen Moment, sonstiges. Also dein Problem Schlecht. ist nicht, nicht Goldhat und nicht Darion, sondern dein Problem ist aktuell Tionen. Ja, ist mir schon klar. Ich würde Ihnen signalisieren, nicht mit Tionin sprechen. Attackprobe. Von uns auch? Hast du ein Glück? Nee, passt. Ja, dann Tionen, beginn noch mal das Gespräch und Zeit, dass Goldhat und Darion das abwenden. Hallo. Nein, nein, nein. Ich habe euch gesagt, 500 Dämonenkronen und keine weniger. Hallo? Was wollt ihr denn? Verzieht euch, husch! Seht ihr nicht, dass erwachsene Menschen am Handeln sind? Ich schaue mich mal fragend um zu Sumox. Lasst die Erwachsenen Geht, arbeiten. Seht ihr seht, nicht, dass dieser Mann arbeitet? dort hinten liegt ein halb verrotteter. Kehrt den noch weg, bevor wir noch Gula auf den Platz kriegen. Personal. Es ist. Lasst diesen Mann in Ruhe. Kommt, wir gehen weiter. Wir suchen nach Alchemiker und die hier sind am Handeln mit. Ach, was weiß ich denn? Also. Ach, na gut. Oh, diesen Horasian muss man auch alles beibringen. Kaum zu glauben, Darion, oder? Das Gesinde hier. Ja, es ist schon. 3 Stunden später könnt ihr alle wieder in eure Suite einkehren und mit den Informationen aufwarten, die ihr so gesammelt habt. Das Brennendste liegt auf der Hand. Sumox, was war das denn? Es tut mir leid, er ist vollkommen ausgetickt und dann in den Gassen hat er unaufhörlich geplappert und wir wurden verfolgt von der Drachengarde, weil er sich so, ja, wie ein Narr verhalten hat vor Mangraves Haus und nun. Ist dir auch egal. Verzeiht, Theonin, ich wusste nicht, was er von mir wollte, und es erschien mir besser, zu viel zu reagieren als zu wenig. Ihr habt recht. Konntet ihr auch nicht durch die Blume sagen, dass wir verfolgt werden, Theonin? Du Ihr warst ja. habt es nicht einmal probiert, mit mir zu reden. Nun, weil du die ganze Zeit geredet hast, da hatte ich ja überhaupt keine Nehmt Chance eure dazu. Finger, verdammt, dafür habt ihr sie. Das habe ich ja gemacht, sonst wären die beiden auch noch darauf angesprungen. Und wir säßen viel mehr in. Ist ja auch Ich meine, egal. zu mir. Na gut. Nun, es gibt wohl eine Einstiegsmöglichkeit über die Stadtmauer eventuell. Oder ich schneide uns durch die Hausfassade. Kein Naturstein zu sein, da müsste ich durchkommen. Nun, aber das bringt uns nicht in den Keller, nicht wahr? Aber in den ersten Stock. Beide dieser Dinge bringen uns nicht in den Keller. Und in den ersten Stock könnten wir doch auch einfach laufen, oder nicht? Ich denke, er meint das Geschoss über dem Erdgeschoss. Ah, okay. Das bringt uns ja weiter weg von unserem Ziel, als wir eigentlich schon sind. Ich kann uns auch in den Erdgeschossteil schneiden. Ich denke, die Wände sind nicht anders beschaffen als. Wir müssten nur eine günstige Stelle finden. Offensichtlich gibt es dort so etwas wie Säure oder übel dampfende Substanzen. Ah. Bei Thema übel dampfende Substanzen. Ich dachte mir heute so, bei dem ganzen Gestank in der Stadt. Die haben doch bestimmt einen Schornstein, nicht wahr? Ja. Da wollt ihr nicht durchsteigen, glaubt mir. Nun, natürlich nicht. Aber nun, können wir da nicht eine Latte drauflegen und warten, bis sie hinauslaufen? und dann ist das ganze Haus alarmiert. Nun,
Dann laufen sie hinaus. Dann stehen wir mit einem Bogen und einer Armbrust auf dem Dach. Und sobald sobald er sich blicken lässt. Aber habt ihr nicht ja, aber dann müssen wir wahrscheinlich gegen die gesamte Stadt kämpfen. Die Drachengarde, die sich direkt vor dem Haus befunden hat. Na gut. Ja, nur ein Plan. Abgesehen davon, so ein wichtiger Mann würde nicht selber auf die Straße laufen und nachsehen. Ich denke nicht nachsehen, sondern eher fliehen, weil er drinnen keine Luft mehr bekommt. Er ist doch ein Magier, oder? Nicht soweit ich weiß. Wo könnten wir das Haus vielleicht... Er ist ein Alchemist, er könnte sich etwas zusammengebraut haben, dass... Er muss nicht mehr atmen, sagen wir es so. Vielleicht kann er sich gar direkt... Wie nennt man das? Transversali-Dingensens? Und wenn er kein Magier ist, dann wird er diesen Zauberspruch nicht können. Vielleicht hat sein Haus auch einen zweiten Ausgang. Das denke ich eher. Nun, wenn er in dem Kellergeschossen arbeitet, kann es sehr gut sein, dass es Katakomben gibt, die mit allem verbunden sind. Na gut, verwerfen wir dies also. Dann müssen wir wohl rein und ihn rauszerren. Nicht wörtlich, aber... Nun ist die Frage, ob wir wirklich ein Loch in die Hauswand schneiden wollen oder nun etwas eine diskretere Eingangsmöglichkeit finden. Und das Haus, also die Loch Idee finde ich immer noch am besten, weil... Das ist etwas auffällig, nicht wahr? Ja, im Nachhinein, aber dafür müssen wir nicht klettern, wir müssen nicht auf diese verdammt hohe Mauer hinauf und dann wieder herabklettern und dann durch die Geschosse hindurch, von denen wir gehört haben, dass wir sie nicht überleben. Wie sieht es denn aus, Sumox? Habt ihr irgendwelche Gänge unterhalb erspüren können? Ich konnte, nein, dazu hatte ich nicht die Möglichkeit. Die Drachenpatrouille da ist die ganze Zeit hin und her und her und hin und hat mich dann doch ein wenig nervös gemacht und als er dann auch uns zukam und naja, besonders viel Zeit zum Umsehen hatten wir halt nicht gehabt. Es stinkt dort aber erbärmlich. Also wir sollten uns wirklich mit diesen Pestdoktoren ausstatten. Vermutlich. Nun, die können nicht viel kosten, wir werden wohl welche bekommen. Ich denke auch. Und also, wenn wir dann euren Weg hineinnehmen, müssen wir uns um die Drachengarde an der Tür nicht mehr bekümmern. Aber wie sieht es drinnen aus? Hat er Wachmänner? Habt ihr Untote gesehen? Geht es Dämonen? Wie soll ich das denn gesehen haben? Ich bin noch nicht reingegangen. Was weiß ich? Nun, ich vermute, wenn er außen Wachen hat, wird er innen auch Wachen haben. Also die bewährte Silenzium-Taktik. Ja. Nun, ich denke, wenn er kein Magier ist, werden wir mit Dämonen nicht rechnen müssen. Vielleicht sag das nicht. Wenn irgendwelche, die gewisse Substanzen herstellen, dort gebunden sind. Aber das wären wahrscheinlich... So etwas gibt es? Sicher, ja. Einige alchemistische Rezepte verlangen die Beschwörung dämonischer Substanzen. Großartig. Nun, in dem Fall... Lohnt es sich, uns zu verschleiern? Vermutlich nicht. Diese Dämonen werden wohl kaum zum Kampf geeignet sein. Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Man kann es natürlich nie ganz ausschließen, dass sich doch irgendwelche Untote zu Wachdiensten herangezogen würden. Doch der Schleier würde natürlich auch gegen diese wirken. Denk daran, dass wir noch den Teppich haben. Stimmt ja. Teppich? Ja, den Isarun organisiert hat von dem Drückeberger. Jemand, den Sinistra organisiert hat. Ah. Gewöhnt euch lieber dran. Nun gut, was ist mit Fallen? Ich möchte ungern einen Türgriff packen und in einer Wanne voll Säure landen oder so ähnlich. Ja, wir werden dann keinen Türgriff packen. Also, das werden wir nicht machen. Irgendwo innen wird es wohl auch eine Tür geben. So, Vox. Da könnte nicht jeder davon auftreten. Ja, warum nicht? Es ist nicht laut, wenn es niemand hört, weil ein Silenzium wirkt. Okay, gut. Jedenfalls, wie erkennen wir solche Fallen? Kennt ihr beide euch aus, die Herren Magier? Nicht unbedingt. Man könnte natürlich mit einem Oculus hineingehen und auf versteckte Fäden schauen. Das würde allerdings keine profanen Fallen erkennen lassen. Also wenn dort einfach nur ein Fass mit Säure stünde, das dann ausgelöst würde, würde ich das nicht erkennen. Holperdraht, so etwas. Vielleicht kennt Theon ihn sicher aus. Wo ist der schon wieder hin?
Ich denke, vielleicht ist es auch einfach so, dass es wie bei diesem Elbruma-Spezialfall war, in dem Jalan und ich und Theonin beteiligt waren. Da ist er dann auch auf einmal Sachen von der Decke gekommen. Vielleicht hat er sowas auch, um sich gegen Brände oder ähnliches abzusichern in seinem Labor. Was hat er mit Sicherheit? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und wer weiß, was da drin ist. Hoffen wir einfach mal, dass Theonin in der Lage sein wird, solcherlei Arten von profanen Fallen aufzuspielen und unschädlich zu machen. Zur Not mit einem Adlerauge, der die Sinne generell schärft. Ihr werdet schon einen Plan haben. Nun, ich hoffe, dass es nicht notwendig sein sollte, aber falls darin jemand vergiftet wird, ich nehme mich ein wenig mit der Behandlung von Giften aus, aber auch nicht allzu sehr bei euch aus. Eher schlecht. Hervorragende Voraussetzung. Der wichtigste Aspekt sollte natürlich aber auch absolut bleiben. Wir dürfen nicht zu viel auffallen. Wir wollen ja auch noch woanders rein, oder? Ich denke, sobald sich hier Nachricht von Mengres Tod herumspricht, wird es einigen Aufruhr geben. Sollten wir vielleicht innerhalb derselben Nacht noch ein zweites Ziel angreifen? Was habt ihr über die Orks herausgefunden? Diese befinden sich in einer Höhle, in einem erweiterten Spalt, der mitten in den Molchenberg hineinragt. Man hat mich natürlich nicht hineingelassen, sodass ich die Zielperson nicht sehen konnte. Ich konnte allerdings einige orkische Runen ausfindig machen, die auf Brustpanzern und Schilden angebracht wurden. Ich habe mich kurz danach mit Asalvo beraten, der tatsächlich ein wenig diese Runen deuten konnte. Es scheint wohl ein Blutritual zu sein und einen Effekt ähnlich des Guardianum hervorzurufen. Mit Zaubern können wir ihn also nicht zu Leibe rücken. Was ist also der Plan? Heranstürmen, seine Leibwachen überwältigen? Schlecht. Ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht so bewandert im Guardianum-Zauber. Ich kann ihn mittlerweile ja auch ein wenig, aber wie ist das? Wenn ich in eine Zone der Dunkelheit hineinlaufen würde, dann würde der Guardianum-Zauber helfen oder nicht? Nicht. Gut, also wenn ich eine Zone schaffen würde, wären diese Orks vollkommen desorientiert, weil es dunkel wäre. Ja, richtig, wir allerdings auch. Ja gut, das ist ein Problem. Also meine Übersetzung, die ich jetzt von diesen also Isarun hatte uns ein paar, oder Sinistra hatte uns diese Runen einmal übersetzt, und so wie ich das deute, ist das wie gesagt ein Ritual der Kriegsmagie oder des Kriegsschamanismus ist, was dann die Orks benutzen, um feindliche Zauber wie sowas wie ein Ignifaxius oder so etwas abzuwehren. Also man kann diese Schilde benutzen, um damit Schadensmagie zu verhindern. Ah, es bezieht sich auf Schadensmagie. Das ist gut für uns. Ja, erfreulich. Dieser Runen. Habt ihr sonst etwas rausgefunden über diese Orks? Nun, die meisten von ihnen scheinen wirklich von diesem Schamanen beherrscht zu sein. Das erkannte man an ihrem Verhalten. Ich muss jetzt leider sagen, dass ich nicht besonders gut darin bin, Beherrschungen zu brechen. Ich habe noch keine Erfahrung damit. Ich glaube, wenn man diese Geister aus ihrem Kopf vertreiben könnte, dann würden sie sich vielleicht sogar selbst auf Kunkera stürzen. Ich denke, meine Kraft reicht dafür gegenwärtig nicht aus. Wenn ich etwas mehr Ballkraft hätte, vielleicht. Nun, ich habe noch diesen Zaubertrank hier, den ich damals gebraut hatte. Ich kann allerdings nicht sagen, wie potent er ist, denn die Analyse ist mir nicht geglückt. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich kann die Beherrschung versuchen zu brechen, aber ob es gelingt, weiß allein Sumo. Nun ja, vielleicht können wir von einem der Alchemisten hier einen Zaubertrank erstehen. Habt ihr einen groben Überblick darüber, wie viele Orks er unter seiner Kontrolle hat? Frosty, wie viele habe ich gezählt? Draußen waren so grob 20. Okay, und von drinnen hat es sich angehört wie, keine Ahnung, nochmal 20, oder?
nicht Orks, also waren noch vernachlässigt viele Goblins, da bist du nicht ganz sicher, die können auch einfach nur draußen so rumlaufen, die haben sich nicht sehr goblinoid verhalten, ich meine, du kennst die halt auch, weil du Tobriarin bist, die waren nicht sehr goblinisch, sondern eben auch wohl beherrscht, eine Schamane hat das nicht gesehen, sondern eine männliche Stammeskrieger. Und das, was drin wohl gerumort hatte, war eher Troll oder Oger groß. Also keine weiteren Orks. Hier ist so zumindest davon aus. Okay. Und also ein halbes Banner Orks und ein, was, Kriegsorger? Das klang eher nach mehreren Kreaturen. Wir können also seine Oger sind nicht mehr in der Stadt. Mit einem untoten Troll. Oh. Hm. Wir könnten ein wenig Unterstützung gebrauchen. Rafim? Wir müssten ja... Naja, ich sag euch vorher, ich traue der Dame nicht, aber... Ich könnte uns was besorgen, wenn wir... Warte mal, sie hat mir aufgeschrieben, wie hieß der Wichser nochmal? Terengar di Dargun. Er presst wohl eine... örtliche Chorgeweihte mit irgendwie ihren Fingernägeln, was weiß ich, mir doch scheißegal. Wenn wir ihn loswerden würden, wäre sie wieder frei, dass man sie einstellen könnte. Auf jeden Fall mal auf Klugheit. Ja. Terengar di Dargun hast du zwar getroffen, und das ist auch ein Mitglied des Nekromantenrats, aber das war auf Corvinstein. Was hat sie mir denn aufgeschrieben? Ich dachte, das hat sie mir aufgeschrieben. Im Namen zumindest nicht. Er hat die Klugheitsprobe geschafft, sag ihm ihn noch einfach. Sephorica. Ach, Sephorica?